Mein Name ist Tanja Wischer. Ich komme aus Altenbeken und bin unter anderem inzwischen zertifizierte Seetrainerin und gebe Kurse für ganzheitliches Seetraining. Auch mein eigenes Seethema gehört zu diesen Herausforderungen. Ich selbst bin circa vor 4 Jahren zum ganzheitlichen Seetraining gekommen. Ich selbst trage die Brille. Die Werte sind regelmäßig gestiegen und was dann in späteren Jugendjahren, im jungen Erwachsenenalter hinzukam, war ein Erwachsenenschielen, das ich als Kind noch nicht hatte. Das ging so weit in den Werten nach oben, dass die Augenärztin mich einmal zur Uniklinik geschickt hat für Konsil und weitere Beratung, aber auch mit dem Ziel, dass eine in naher Zukunft eine Augenoperation anstehen sollte. Und da habe ich gesagt, an dieser Stelle ist Schluss. Mit einer Brille kann ich gut leben. Das war bisher mein Alltag, seit ich Schülerin war. Ja, an dem Punkt habe ich gesagt, warum muss das eigentlich alles sein? Und das möchte ich so nicht. Und eine Augenoperation war für mich ein klares Nein. Und daraufhin habe ich mich dann im Internet umgeschaut, um nach ganzheitlichen und alternativen Wegen zu suchen. Und diese habe ich auch gefunden. Und das war insofern erfolgreich, dass diese Schienenoperation weder stattgefunden hat, noch in Zukunft stattfinden muss. Ich wollte mich mit meiner eigenen Augenschule neu aufstellen und noch einmal über den Tellerrand schauen und einfach nochmal mich neu positionieren. Und was mir an Silvias Ausbildung besonders gut gefallen hat, ist die Struktur und auch das Kurskonzept dahinter. Also ich konnte viel für mich selbst mitnehmen, wie ich Kurse in Zukunft anleite. Das war so das größte Geschenk, das ich erhalten habe, diese Struktur mit auf den Weg zu bekommen. Und nun kann ich selbst aus dieser Struktur etwas Neues basteln, bauen, an die Menschen anpassen, die mir begegnen werden. Und das hat mir viel Sicherheit gegeben und viel Kraft. Und Silvia hat diese Struktur mit Leidenschaft, mit Liebe und den für mich wichtigen Perfektionismus geteilt und mir mit auf den Weg gegeben. Und wie wichtig es doch ist, den Austausch zu haben, mit anderen Menschen, Gleichgesinnten darüber sprechen zu können, sich austauschen zu können. Und ja, das war das Größte, was mir die Ausbildung geben konnte. Neben dem ganzen schönen Fachwissen, neuen Informationen und Inhalten, die mein eigenes, bereits vorhandenes Wissen ordentlich bereichert haben und woraus ich jetzt einen neuen Pool an Ideen entwickeln kann, der natürlich weiterentwickelt wird mit den Menschen, die mir begegnen werden. Ja, dieses Seetraining überzeugt mich selbst absolut und es wirkt. Und selbst wenn man schlechte Tage hat und spezielle Augenübungen, die irgendwann hat man sie, seine eigenen Übungen, die für einen gut sind, dann macht, tritt augenblicklich Entspannung ein, das Sehen wird besser und ich selbst habe nochmal nach neuen Inputs und Anregungen gesucht, wie ich mich mit meiner eigenen Augenschule neu aufstellen kann und war neugierig, auch nochmal neue Seetrainer kennenzulernen, Kollegen quasi, weil ich doch hier auch in meiner Gegend wenig Kollegen habe, wenig Austausch habe. Und so habe ich mich riesig gefreut. Der Gedanke hatte einfach schon längeren Vorlauf. Und wie die Nachricht von Silvia kam, ich habe sie per E-Mail erhalten, dass sie solch einen Kurs anbietet, da ist gerade mein Herz aufgegangen und es war ein Ja, das mache ich jetzt. Es kam genau zur passenden Zeit und es war das Beste, was ich die letzten vergangenen Monate gemacht habe und ich habe viele nette Kollegen kennengelernt. Der Austausch ist wirklich Gold wert. Das gesamte Kurskonzept. Ach, und ich kann es jedem nur empfehlen, auch das für sich zu machen, für die Mitmenschen. Man muss nicht zwingend gleich auch an Kurse denken. Ich selbst habe für mich auch unglaublich viel mitgenommen, was ein großer Schatz ist, den ich ja gar nicht mehr hergeben kann, der mir jetzt bleibt. Und das alles werde ich in Zukunft in Kurse mit einfließen lassen und das Konzept, was ich erhalten kann, möchte ich gerne ja, mit euch, mit der Welt, mit mir, mit allen Menschen teilen, die diesen Weg mit mir, mit uns gehen wollen.